Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, ich hatte eigentlich vorhin sogar versucht, das Spiel zu starten und die Tastatur hatte nicht funktioniert, wieder mal. Weil ich, auch so unlogisch es klingt, ich hatte ein anderes Spiel installiert namens Conan Exiles. Und dieses Spiel hat die Tastatur von dem Spiel hier blockiert. Und ich musste das wirklich, ich habe keine Ahnung, wie lange dran gesessen gehabt, um rauszufinden, warum die Tastatur hier nicht mehr gefunden hatte. Ich hatte den Controller, den hier, wieder abgeschlossen gehabt, also nicht mehr dran gemacht. So, hat er nicht gefunkt. Ich habe das Spiel deinstalliert und wieder installiert, hat nicht gefunkt. Ihr seid high. Und einige andere Spiele, die ich hier auf der Festplatte hatte, einen nach dem anderen deinstalliert, geguckt und dann wieder installiert, wenn das nicht daran lag. Und es lag tatsächlich an Conan Exiles, dass ich das Spiel deinstallieren musste, damit das hier wieder funktioniert. Ist meiner Meinung nach absolut unlogisch, aber ja, okay, wenigstens die Tastatur funktioniert wieder. Und ja, ich will jetzt mal schauen, was haben wir für eine Quest gerade offen? Gar nichts. Eine aktive Mission Untergang der Sonne. Ah ne, das ist momentan die Zeit. Okay, Kauf ein Haus in Koroll, Vermina. Rosscrack Spire, Namira, verlorenes Erbe. Hallo? Wollen wir uns jetzt mal der Magiergilde hier anschließen? Das haben wir ja abgeschlossen. Wir sind jetzt Gildenmeister. Gegrüßt, Ritter. Hallo. Was habt ihr für Neuigkeiten? Mir sind im Wald vor kurzem ein paar Goblins begegnet. Ich bin Contumelioros Florius. Mir Hi. Untersteht die Wiederaufladung verzauberter Gegenstände hier bei der Magiergilde in Koroll. Ja, der Magiergilde? Ich mache hier meinen eigenen Kram. Wenn ihr der Gilde beitreten wollt, könnt ihr Tekeus aufsuchen. Hier in Koroll ist er derjenige, mit dem ihr sprechen müsst. Okay, Tekeus. Auf Wiedersehen. Kamenlitte? Stinkendes Alberiglitte? Lebt wohl. Wiedersehen. Seid gegrüßt. So, Tekeus. Seid gegrüßt, Bürger. Kann ich etwas für euch tun? Seid ihr vielleicht daran interessiert, der Magiergilde beizutreten? Ja, ich möchte gerne beitreten. Na dann. Das ist keine Kleinigkeit. Die Mitgliedschaft ist eine große Ehre. Aber auch eine Verantwortung. Wollt ihr der Gilde beitreten? Ja. Nun gut, ihr seid nun ein Schüler der Magiergilde. Ihr habt nun vollen Zutritt zur Gildenhalle und dürft sie nutzen. Ihr braucht Empfehlungen von allen örtlichen Gildenhallen, wenn ihr höher aufsteigen wollt. Bis dahin bleibt euch die geheime Universität verschlossen. Willkommen in der Gilde und alles Gute. Dankeschön. Wie bekomme ich denn Empfehlungen? Ich fürchte, ich kann euch nicht einfach so eine schreiben. Das wäre Ach so. Gegen alle Regeln, versteht ihr? Wenn ihr vielleicht eine Kleinigkeit bezüglich Earana klären könntet, würdet ihr eure Loyalität der Gilde gegenüber beweisen und meine Empfehlung verdienen. Okay, was ist die geheime Universität? Die geheime Universität ist der Sitz der Magiergilde in Cyrodiil. Sie befindet sich mitten in der Kaiserstadt. Dort arbeiten die Meister unserer Gilde. Ah, okay. Was hat es mit Earana auf sich? Sie und ich sind schon seit ewigen Zeiten zerstritten. Sie kümmert sich nicht um die Regeln der Gilde. Und sie glaubt irrtümlicherweise, dass ich meine Macht missbrauche. Ich habe gesehen, dass sie in der Stadt ist. Sie ist zwar noch nicht zu mir gekommen, aber ich weiß, dass sie etwas will. Ich möchte, dass ihr herausfindet, was sie will. Findet heraus, was sie will. Und wie wir sie loswerden können. Ich will sie hier nicht sehen. Sie verbreitet nur Lügen. Okay, habt ihr irgendwelche Gerüchte? Manche sagen, dass Traven die Position des Erzmagiers zur Verfolgung eigener Ziele missbraucht. Okay,
Beeilt euch! Ich möchte ihr Arana so bald wie möglich loswerden. Ich will mich hier mal umsehen. Holztür, was ist denn hier? Was gibt's hier? Hier haben wir ein Schlafzimmer, okay. Wo ist der Herr hin? Hallo. Habt ihr schon von Quatsch gehört? Man sagt, Dädra kamen aus Orisha und brannten die ganze Stadt auf die Grundmauern nieder. Oh, Alchemie verbessert. Nice. Keine Frage. Runter kann ich über... Die große Eiche nur... Okay, wir... Ich lese mal nicht alles. Meint ihr nicht auch? Ohne... Ich werde nicht alles lesen, aber... Aus den anderen Regionen von Tamriel? Gerüchten zufolge hat der Nerevari Morrowind für eine Expedition nach Akavir verlassen. Seither hat niemand mehr etwas von ihm gehört. So. Tür geöffnet mit Schlüssel für Magiergilde. Ah, ich darf da rein. Das ist die Gildenhalle. Eserat. Ach, so klein sind die. Ich dachte, die wären hier so groß wie ein Skyrim. Ja, aber das hier mal erkunden, finde ich auch mal schön. Schinken. Oh, hier gibt es viele Bücher. Wahrscheinlich alles das Gleiche. Die Wohngemächer. Okay, ich muss ehrlich sagen, da darf ich nicht rein. Ich muss aber ehrlich sagen, hier sieht schon doch ein bisschen schicker aus als in der Kriegergilde. Das ist nicht mein Bett. Schade. Ermordung. Ach so, das kennen wir schon. Das wäre mein Bett. Okay, hier dürfte ich schlafen. Aber okay, die Magiergilde ist ein bisschen gemütlicher aufgebaut. Was ist? Ich werde zu Renoid schlendern und ein paar Bücher kaufen. Er hat eine reichhaltige Auswahl. So, jetzt will ich wissen, was ist genau die Quest? Ich bin der Magiergilde beigetreten. Für den Zugang zur Geheimuniversität muss ich Empfehlungen schreiben von sämtlichen Vorstehern der örtlichen Gildenhallen einholen. Weiche nur staunen. Ich sollte öfter zu Renoid richtig. Meint eine Vorsteher ist ja eher... Was ist los, auf keinen Tag gibt es Neues. So, Guten Morgen. Ich möchte einen wunderschönen guten. Von sämtlichen Vorstellungen. Oh. Von überall. Ich darf jetzt einmal in jede Stadt gehen. Außer Quatsch. Quatsch brauche ich nicht mehr. Quatsch, ist hinüber. Verzaubern lernen. Vielleicht sollte ich bei der Magiergilde anfragen, ob sie neue Mitglieder aufnehmen. Ja, Rana, da haben wir die. Ah, ja. Ihr seid ein Magier der Gilde, nicht wahr? Ja. Ja, anders als die anderen. Ja, ja, das ist gut. Da ist eine Kleinigkeit, bei der ihr mir behilflich sein könnt. Nichts, was den Einsatz eurer Gilde lohnen würde, versichere ich euch. Am besten behalten wir es für uns in Ordnung. Also, was sagt ihr? Ich bin erstmal interessiert. Hervorragend. Es ist wirklich nicht schwer. Ihr müsst mir lediglich ein Buch beschaffen. Das Buch heißt Finger des Berges. Für euch wäre es nutzlos. Ihr könntet es nicht einmal lesen. Ich hingegen schon. Und ich würde es auch gerne lesen. Ihr findet es in einer alten Ruine namens Wolkenhöhe. Sie befindet sich nördlich von Koroll, oben in den Bergen. Wo genau, weiß ich leider nicht. Bringt es mir sofort zurück, wenn ihr es habt. Sagt Tekeus oder anderen Mitgliedern der Gilde nichts davon.
Ich werde euch für eure Mühe gut belohnen. Hallo. Okay, Finger des Berges. Machen wir das erstmal aktiv? Wo genau befindet es sich? Die Graue Stute ist eine ganz gute Herberge. Irgendwo hier im Norden. Ich gehe mal da rum. Lungrobarov. Interessant, dass er hier oben ohne kämpft, aber wo haben wir noch ein Tor? Warte mal. Wie geht es euch? Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Finger des Berges. Was? Es existiert nicht nur, sondern sie weiß auch, wo es ist? Also, das ist inakzeptabel. Das Buch muss von der Gilde sicher verwahrt werden. Ich hoffe, dass ihr als Mitglied der Gilde das Richtige tun und diesen Text sicherstellen werdet, noch bevor Earana dies gelingt. Verstanden? Ignoriert ihre Bitte. Geht an den Ort, den sie beschrieben hat, und kommt mit dem Buch zurück. Das ist viel wichtiger als so ein lächerlicher Streit. Okay. Machen wir. Beeilt euch. Ich bin auf dem Weg. Ich glaube, das ist schon der Ausgang. Ich habe nichts zu essen. Holen wir unser Buch. Aber ich finde es immer noch herrlich, dass wir eigentlich schon ordentlich in der Ebenerzrüstung hier unterwegs sind. Ich hätte trotzdem gerne Daedrisch. Oder falls es hier besser als Daedrisch gibt, dann das. Wo genau muss ich hin? Wolkenspitze. Okay. Wird ein weiter Weg. Mal gucken, vielleicht finden wir hier auch... Vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwie was. Am besten so einen dätrischen Schrein, den wir noch nicht entdeckt haben. Komm, ich will hier hoch. Ach komm schon. Nein, kein Bär. Und weg ist er. Da fliegt er. So, die Wolkenspitze müsste jetzt gleich hier... Oh nein. Bitte kein Bär. Ach. So, komm. Guck mal eben, ob irgendwas repariert werden muss. Wieder mal. So, Wolkenspitze gefunden. Okay, nice. Da müssen wir rein.
Wir haben das Buch. Ich habe das Buch mit dem Titel Finger des Berges gefunden. Ich muss es entweder Erana in der Taverne Graue Stute in Koroll oder Tekeos von der Magiergilde in Koroll bringen. Mehr ist das nicht. Ich dachte, da wäre irgendwie so ein richtiges Dungeon oder so. Ich habe jetzt mehr erwartet. Aber wir bringen Stekos. Sorry, muss ich kurz husten. Ah, okay, wir hätten über die Brücke gehen sollen. Wäre deutlich einfacher gewesen. Okay, den Weg kannte ich jetzt nicht. Wo kommen wir hier dann genau an? Dann ist auch noch wieder so ein Eladen-Ruine. Ah, okay, wir waren ja dahin abgebogen. Wir hätten dahin abbiegen sollen. Oder? War das so bei uns? Ja. Manche sagen, dass gewisse Mitglieder der Diebesgilde geraubte Gegenstände kaufen. Aber nur manche. Hab Mitleid mit einem alten Kriegsveteran. Ich habe schon bessere Zeiten gesehen. Habt ihr die Brillanz und ihre Hunde gesehen? So. Darf ich das Buch selber einmal lesen? Eigentlich? Finger des Berges? Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Ich möchte es nur lesen. Tee, cool. Was? Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe die Finger des Berges. Ihr habt das Buch gefunden? Dann war mein Vertrauen in euch berechtigt, wie es scheint. Gebt es mir bitte. Hier ist das Buch. Ach ja, das ist in der Tat das richtige Buch. Ich vermute, ihr habt es nicht öffnen können, oder? Nein. Dann ist alles in Ordnung. Ich hab's versucht. Ihr habt euch als würdiges Mitglied der Gilde erwiesen. Dafür will ich euch danken. Ihr sollt die erforderliche Empfehlung bekommen. Jetzt muss ich sicherstellen, dass das Buch sicher verwahrt ist. Verzeihung. Ich würde es aber trotzdem gerne mal gelesen haben. Ich guck mal, wo er das hinsetzen will, hinpacken will. Bibliothek. Ich grüße euch. Warte mal. Hab ich die Empfehlung von ihm? Urkunde der Magiergilde? Fahler Passkarte. Ja, das, Ich weiß zumindest, wo das Buch ist. Ihr seid's. Hi. Jetzt ist angepisst.
Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klinge. Ja, bin ich. Einen wunderschönen guten Tag. So, okay, was Quests angeht. Ich bin der Magier beigetreten für den. Ja. Jetzt muss ich noch von den anderen noch Empfehlung schreiben, holen. Warte mal, warte mal. Das kann nicht sein. In der Tat. Gute Weiterreise. Ich muss nochmal zu Tekius. Was kann ich für euch tun, Ritter? Wegen Erana? Sie konnte das Buch nicht bekommen. Und das ist alles, was ich wissen muss. Es wäre unter meiner Würde, diesen lächerlichen Streit fortzusetzen. Okay, wegen des Finger des Berges? Ich habe das Buch vorerst sicher verstaut. Ich behalte es, bis der Rat entschieden hat, was damit geschehen soll. Okay, wegen der Magiergilde? Es geht uns allen besser. Jetzt, da die Totenbeschwörer aus der Gilde verbannt sind. So ist es sicherer. Okay, auch ihr. Okay, also zu ihm müssen wir wahrscheinlich am Ende zurück. Dann wäre nächstes Ziel wahrscheinlich Bruma, ja? Ja, wir gehen dann nach Bruma. Seid gegrüßt, Ritter. Das wird sich aber bald ändern. Ich verstehe. So. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Also in Bruma nochmal um bei den Magier. Wo ist eigentlich mein Pferd? Tut mir leid, keine Zeit zum Reden. Ich muss diese Exemplare des Rappenkuriers ausliefern. Habt ihr von der Schwarzwaldrotte gehört? Lest alles über sie. Ja, die ist doch hinüber, oder nicht? Die existiert doch nicht mehr. Ja, gut. Wir gehen dann nach Bruma und reden da auch nochmal mit den... mit den Magiern. Apropos, wie viele Nierenwurz haben wir eigentlich mittlerweile? Einer fehlt uns noch. Für Synderion, wir brauchen nur noch einen. Und vielleicht muss ich dann noch einen irgendwie holen oder so. Ist das mein Pferd, oder? Nee. Nach Bruma geht's da lang. Wir waren aber auch lange nicht mehr diesen Weg hier zu Fuß unterwegs. Kann das sein? Seit wann sind wir eine Tau... Aua. Ja. Seit wann sind Minotauren bewaffnet? Ein Silberkriegshammer? Seit wann hat... Ja gut, okay. Ist mir nie aufgefallen, dass die bewaffnet sind. Natürlich muss da jetzt ein Bär kommen. Diese Bären.
Hier will auch einer, hier will einfach alles einen töten. Was ist das denn? Mit Minotauren Anführer? Der Fürst? Hat er da einen Lörres? Einmal kurz gucken, wo... Okay, ich muss weiter in die Richtung. Minotaurenfürst? Oh, da hinten gibt's Wasser. Ich hoffe, da haben wir noch einen Nierenwurz. Ich hoffe wirklich, hier ist einer irgendwo noch versteckt. Dann hätten wir 30 für Synderion. Und ich glaube, danach müsste ich 50 organisieren. Und wo man dann 50 herholt, wäre wirklich eine sehr interessante Frage. Okay, hier gab es jetzt nichts. Ich muss in die Richtung, ne? Ja. Autsch. Ja, okay, Wiederherstellung, ein bisschen Skill. Aber der Minotaurenfürst, der war jetzt wirklich mal was Neues. Und der hat da einen versteckten Lörres gehabt. Dum, 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 dum. Sorry, wenn ich nichts sage, aber ich genieße diese Melodie einfach. Ich hoffe, diese Melodie kommt auch in Elder Scrolls Online bei der Gold Road Erweiterung vor. Wenn man Skin gerade wieder betritt. Keine Ahnung, was der Reiter davor hat. Aber ein bisschen geremastert hätte ich den Soundtrack wirklich gerne. Wo genau? Okay. Das ist wirklich ein sehr langer Weg. Es kam mir nicht so... Boah, wie geil das einfach aussieht. Dass man eigentlich wirklich in Oblivion schon so eine Weitsicht hat. Ich finde das heftig. Das ist richtig geil eigentlich für 2006.
oder 2008? War Oblivion oder Fallout 3? 2006. Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Ich glaube, Oblivion war 2006 und Fallout 3 war 2008. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ne, da mussten wir nicht abbiegen. Wir müssen hier die Straße weiter. Wo ist eigentlich mein Pferd? Und wie sieht es mit den Skills eigentlich gerade aus? Stärke 99 schon mal. Konstitution bei 109. Also Waffenschmied fehlt uns nicht mehr viel. Dann sind wir endlich in der Lage, auch verzauberte Sachen zu reparieren. Nahkampf. Oh, Akrobatik sind wir auch schon bald die nächste Stufe. Okay, müssen wir noch ein bisschen springen. Und Athletik. Ja, okay. Springen wir noch ein bisschen. Dann kriegen wir gleich schon die Dings. Die nächste Benachrichtigung. Da hinten ist noch ein Oblivion-Tor. Ich müsste mir wirklich mal irgendwann so eine Map aufmachen. Nur für die Oblivion-Tore, meine ich. Um zu schauen, wo die alle sind. Wenn ich die nicht alle finde, meine ich. Von selbst. Na, willst du Stress? So, da geht's nach Boomer. So, und gleich haben wir den Text. Mist. Alter, jetzt mach die Verteidigung oder beweg dich. Hallo. Was war das denn jetzt? Okay, einmal ganz nach unten hier. Reparaturhammer. Oh, meine Schuhe sind fast hinüber. So, wie sieht's aus mit Akrobatik? Ah, ja, noch ein bisschen. Und Waffenschmied auch nur noch ein bisschen, okay. Ich hoffe, nach der Magier-Gilde haben wir auch etwas mehr Magika. Auch fürs Regenerieren.
Ja, jetzt haben wir's. Nachdem ihr viele Stunden lang verbissen geübt habt, zu springen und euren Fall zu steuern, seid ihr jetzt ein Geselle der Akrobatik. Ihr besitzt nun die Ausweicheigenschaft, wenn ihr abblockt. Während ihr springt, weicht ihr in Sprungrichtung aus. Ihr rollt euch dann ab und entgeht dabei womöglich einen Angriff. Ich kann jetzt abrollen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu kompliziert sein beim Steuern, beim Kämpfen. So, und hier suchen wir jetzt eine Magiergilde. Ja? Ja. Es ist aber auch ganz schön dunkel geworden. Vielleicht gehen wir auch erstmal nach Hause. Mein Haus. Wo war mein Bett? Hier. 10 Uhr abends. Machen wir bis 8 Uhr morgens. Sogar punktgenau. Ist das hier die Magiergilde? Sieht danach aus. Ja. Jen Frasorik. Hey, hallo. Ihr müsst neu sein. Oh, es ist so schön, neue Gesichter in der Gilde zu sehen. Wenn ihr jemals etwas braucht, lasst es mich einfach nur wissen. Ich habe Freunde in allerlei wichtigen Positionen, wisst ihr? Ich komme also an Dinge, die andere nicht bekommen können. Und wenn ich etwas für euch tun kann, dann mache ich das gern. Eines Tages könnt ihr mir vielleicht auch einen Gefallen erweisen. Ich brauche eine Empfehlung. Eine Empfehlung? Von mir? Natürlich! Raminus hört natürlich gern meine Meinung, nicht wahr? Aus dieser Situation können wir beide unseren Nutzen ziehen, Schüler. Ihr tut mir einen kleinen Gefallen, dann sende ich gern eine äußerst warme Empfehlung. Wenn ihr Jaska finden könnt, schreibe ich die Empfehlung sofort. Jaska? Er ist verschwunden! Ich meine, wirklich verschwunden. Niemand hier hat ihn in den letzten Tagen gesehen. Volanaro meint, dass da ein Missgeschick bei einem geschehen ist. Wenn jemand vom Rat herkäme und erführe, dass er verschwunden ist, sehe das schlecht für mich aus. Das kann ich nicht zulassen. Sprecht mit den Magiern hier und seht, was ihr herausfinden könnt. Wenn ihr Jaska wieder erscheinen lassen könnt, bekommt ihr die Empfehlung. Okay, Kommt bitte zu mir, sobald ihr Jaska gefunden habt. Sie ist auch die Person, mit der ich sprechen muss. Okay. Gibt es hier noch irgendwen, mit dem ich sprechen muss? Hier geht's nur nach unten. Geht's. Muss ich nach unten? Hallo? Irgendjemand da? Volanaro? Schönen Tag. Hi, ich frag wegen Jaska. Ihr sucht Jaska? Na gut, ich glaube, da kann ich euch helfen. Aber ihr müsst mir erst versprechen, dass ihr etwas für mich tun werdet. Und was auch immer ihr tut, ihr dürft es Jean nicht erzählen. In Ordnung? In Ordnung. Was geht es? Das ist die richtige Einstellung. Ihr helft mir, einen kleinen Streich zu spielen und ich helfe euch, Jaska zu finden. Okay, was für ein Streich? Hey, wirklich, es wird euch gefallen. Ich bringe euch einen Aufsperrzauber bei. Ihr müsst Jans Schreibtisch öffnen und mir ihr Zaubereihandbuch bringen. Verstanden? Ihr Zimmer ist im Obergeschoss. Sorgt dafür, dass euch niemand sieht. Wenn ihr das für mich tut, werde ich dafür sorgen, dass ihr Jaska finden könnt. Okay. Lasst es mich wissen, wenn ihr diese kleine Aufgabe erledigt habt. Ist,
das hier Zimmer? Warte mal. Die Quest muss ich erst einmal aktiv schalten, ne? Ach, hier. Warte mal. Erst einmal hier. Nee, hier. Skelettheld beschwören. Hand des Meisters. Was war denn das? Schlüssel des Aufsehers. Zauberhandbuch. Ich muss Volanaro mitteilen, dass ich alles im Joan Frascos Raum eingesperrt habe. Eingesperrt habe? Geht weg! Ihr werdet alles ruinieren! Geht weg! Ihr werdet alles ruinieren! Okay, Jessica ist unsichtbar. Ich habe ihn gefunden. Habt ihr Jessica schon gefunden? Ja. Kommt bitte zu mir, sobald ihr Jessica gefunden habt. Geht weg! Halt die Klappe, Jessica. Ich geh mal auf die andere Seite. Wo ist er hin? Da. Habt ihr den kleinen Streich schon gespielt? Ja, Wie ich sehe, habt ihr Jeans Buch. Nun gut, ich nehme es nun an mich. Trefft mich zur 10. Abendstunde in den Wohngemächern. Wie geht es? Habt ihr Jessica schon gefunden? Ja, er ist unsichtbar. Wenn ich Jessica wiedersehen kann, schreibe ich euch sehr gern eine Empfehlung. Wieso kann ich da nichts sagen? Kommt bitte zu mir, sobald ihr Jessica gefunden habt. 10. Abendstunde. Okay, wir haben's 9 Uhr. Ah, warte, da fehlt noch ein bisschen. So, 10. Abendstunde ist schon gleich. Sieh sich einer diese Muskeln an. Seid gegrüßt, Nord. Schließt die mich hier ein. Schönen Tag. So, wegen dem Streich? Das war eine gute Idee, nicht wahr? Ich frage mich, wie lange sie danach suchen wird. Okay, aber... Auch ihr. Aber wegen... Einkaufsliste? Blutgras, Harada, Hude eines echten Zunderschwamms, Eisenholznüsse, Hundsrute. Knochen, Grünspann. Okay, Rotwurzblume. Angst gegen Gift. Okay, das ist nur Lauf. Die haben hier aber keinen Nierenwurz, oder? Ein Silberdolch haben die. Einkaufsliste. Ein Rezept.
Für einen Trank des Krankheitsheilung zerreibt man Klauen und Alraunwurzeln mittels Mörser und Stößel zu einem feinen Pulver. Es bleibt ein wenig grobkörnig, es kann mit fast jeder Flüssigkeit vermischt werden. Doch gewöhnliches klares Wasser ist am sichersten. Uhrzeit brauche ich jetzt. Achso, und ich brauche mein Heilzauber. Wieder. Jetzt Uhrzeit, 10 Uhr. Okay. Seid ihr bereit, Jaska zu suchen? Ja. Seht her. Ihr werdet schon sehen. Hallo! Ich habe gehört, dass ihr nach mir sucht. Seid mir bitte nicht böse. Wir haben uns nur einen Spaß gemacht. Wir waren es einfach leid, wie Jeanne ihre Position uns gegenüber herausgekehrt hat, wo sie doch fast nichts über Magie weiß. Hin und wieder spielen wir ihr gern einen Streich. Wir dachten uns, es sei an der Zeit, einen neuen Streich auszuprobieren. Dieser wurde ohnehin allmählich langweilig. Ihr könnt ja also sagen, dass ihr mich gefunden habt. Okay. Auch ihr. John? Ist sie wieder oben, oder wie? Ah, okay, sie schläft schon. John? Habt ihr Jaska schon gefunden? Ja. Ihr habt ihn also gefunden? Nun ja, das ist sicher nicht schlecht. Ihr müsst mir vergeben. Ich scheine etwas verlegt zu haben. Ja nun, messen wir dem keine Bedeutung bei. Ihr habt aber euren Teil des Handels erfüllt. Also erfülle ich jetzt meinen. Raminus soll meine Empfehlung erhalten. Und vergesst mich nicht, wenn ihr eure Ausbildung abgeschlossen habt. Ich bin sicher, wir können einander helfen. Mit Sicherheit. Dankeschön. Leb wohl. So. Ich würde aber sagen, ich mache hier die Folge heute ein kleines bisschen mal kürzer. Und mache in der nächsten Folge weiter. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!